Euer Rudi hier. Heute schauen wir uns mal die Chromatic Orbs an. Ich zeige euch diesmal erst das Händlerrezept und dann will ich euch mit euch noch ein bisschen kurz drüber reden, über die Wahrscheinlichkeiten, welche Farben ihr auf welchen Ausrüstungsteilen kriegt, damit ihr die Chromatic Orbs ein bisschen effizienter anwenden könnt. Was kann man mit diesen Chromatic Orbs überhaupt machen? Ihr kennt ja bei euren Ausrüstungen, wenn ihr Sockel habt, also die Kreise, wo ihr eure Skill Gems auch reinsetzen könnt. Also zum Beispiel grün auf grün. Mit den Chromatic Orbs, reforge the color of a socket on an item. Auf so Sockets, also von allen. Das heißt, wenn man das auf ein Item anwendet, dann ändert sich die Farbe von den Sockets, die schon drin würden. Also würde zum Beispiel aus diesem Rot-Blau-Grün, würde zum Beispiel Blau-Blau-Rot werden oder so. Also damit kann man die Farbe von Sockets ändern. Ihr könnt übrigens nicht die Farbe von einzelnen Sockets ändern. Zum Beispiel sagt ihr, okay, ich hätte hier aus dem Roten gerne einen Blauen, sondern ihr könnt das einfach nur komplett auf das Item anwenden. Werde ich später auch mal machen, damit ihr das nochmal seht. Könnt ihr es komplett nur aufs Item anwenden und dann werden alle drei hier zum Beispiel rerollt. Also die werden dann nochmal neu gewürfelt. Also nicht einzelne Sockets, sondern immer alle auf dem ganzen Item. So, wie gesagt, erstmal das Händlerrezept. Also, wenn ihr an einen Händler verkauft, also entweder könnt ihr die Chromatics einfach so finden, oder wenn ihr ein Item habt, was drei Linkungen hat, also auch Chromatic ist und rot, blau und grün hat, und die müssen miteinander verbunden sein, also über diese goldenen Stege. Dann könnt ihr, wenn ihr das an den Händler verkauft, kriegt ihr einen Chromatic Orb dafür. Wenn die nicht verbunden sind, hier seht ihr zum Beispiel die Stiefel, das ist auch rot, rot, blau, grün, aber hier fehlt der Mittelsteg, dann kriegt ihr das nicht. Also die müssen gelinkt sein, diese rot, blau, grün. Dabei ist es auch egal, ob noch ein weiterer Socket dabei ist. Hier seht ihr zum Beispiel blau, grün, rot und dann ist noch ein einzelner roter, nicht verlinkter. Das gibt auch ein Chromatic-Item. Oder auch, wenn sogar mehr als drei verlinkt sind, also ich jetzt zum Beispiel vier verlinkt, allerdings ist auch dabei wieder rot, grün und blau und dann halt noch ein blauer, aber rot, grün, blau ist da. Also kriegt ihr auch hier ein Chromatic-Item. Also das sind so die Items, wo ihr ein Chromatic-Item, wo ihr ein Chromatic-Orb rauskriegt. Dabei ist auch die Rarität egal. Also hier ist ein weißes Item und ich krieg mein Chromatic Orb. Hier ist ein blaues Item und ich krieg mein Chromatic Orb, weil hier auch wieder dieser Steg ist. Und hier ist ein goldenes Item und ich krieg trotzdem mein Chromatic Orb, auch wenn weil das hier wieder verbunden ist. So, das sind im Prinzip, wie ihr die Chromatic Orbs kriegt, wenn ihr auch sag ich mal, einen Loot-Filter benutzt. Das ist hier, wenn ihr auf Optionen geht, auf UI ganz unten, wenn ihr hier so einen Loot-Filter benutzt, dann schaut auch, dass euch vielleicht gerade am Anfang diese Chromatic Orbs auch ein bisschen hervorgehoben werden, dass ihr denn dann mitnehmt und ein paar Chromatic Orbs kriegt, weil gerade am Anfang sind die recht praktisch. Naja, die sind eigentlich immer praktisch, aber gerade am Anfang hat man nicht so viele und da ist es schön, wenn man auch Items dann hat, die man dagegen eintauschen kann. Zu empfehlen sind dann halt die kleineren, also Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhe und vielleicht Einhandschwerter etc. Also die drei bis vier Kacheln halt einfach nur wegnehmen, die Items, weil die nehmen viel Platz in eurem Inventar weg und die kriegt einen Chromatic Orb. Was auch noch, was ich gerade am Anfang immer, also bei neuen Seasons etc. immer gerne mache, ist, wenn ihr ein Level aufsteigt, kriegen Händler neues Angebot. Warte, wir gehen mal hier in Akt 2, da weiß ich nämlich, dass es welche gibt. Und wenn ihr zu den Händlern geht und bei den Händlern einkauft, Speak. also gehen wir hier auf Purchase, und dann könnt ihr ihr Inventar durchgucken. Da seht ihr ein paar gelinkte Items etc. Und wenn ihr da ein bisschen durchguckt, dann findet ihr manchmal auch Chromatic Items. Zum Beispiel hier diese Axt ist ein Chromatic Item oder diese Schuhe hier ist ein Chromatic Item oder diese Schuhe hier ist ein Chromatic Item. Und ja, das sind ja teilweise ziemlich günstige Preise. Zum Beispiel hier für diese Schuhe will er einfach nur ein Wisdom Scroll, sprich
Ja, ihr seht, okay, das Chromatic Item. Was ich euch übrigens auch dann empfehlen kann, ist, wenn ihr nochmal auf Optionen geht, hier bei UI, ganz oben müsste stehen Always Show Sockets. Hier. Wenn ihr dieses Häkchen reinmacht, dann seht ihr immer eure Sockets bei eurem ganzen Inventar etc. Das ist ganz angenehm, weil ansonsten müsst ihr immer über das Item drüber und seht dann erst die Sockets. Das ist nämlich auch praktisch, wenn ihr es eingeblendet habt, seht ihr immer, wo sind welche Steine, was sind welche Sockelungen und auch wenn ihr halt What zu einem troubles Händler bring geht, now? seht ihr dann auch direkt die Sockelungen. Ansonsten müsstet ihr ja immer nur drüber gehen und das ist nervig. So. Zum Beispiel jetzt halt diese Schuhe. Er bietet mir die Schuhe ein für einen Wisdom Scroll. Einen Wisdom Scroll wird man wohl haben. Dann kauft man das und dann verkauft man es einfach direkt an ihn wieder. Und dann hat man einen Wisdom Scroll im Prinzip gegen einen Chromatic Orb Travel far. eingewechselt. Und das ist ein guter Deal. Und wie gesagt, da könnt ihr die Händler durchgucken und kaufen und wieder verkaufen. Return Und auch wenn Items. ihr, was weiß ich, in dann Akt 3 seid, könnt ihr auch zum Beispiel nochmal in Akt 2 und Akt 1 zurück und dort die Händler angucken. Später stimmt das schon, kostet das zu viel Zeit etc. Aber sag ich mal, gerade am Anfang, wenn man einfach noch nicht so viel Chromatic Orbs hat, ist das schon eine lohnende Investition, weil Chromatic Orbs kann man eigentlich nie zu viel haben, weil manchmal habt ihr ein geiles Item, was ihr findet und ihr könnt es aber eigentlich nicht benutzen, weil ihr die Skills, die ihr dabei habt, dann nicht mehr nutzen könntet. Und das ist ja das Wichtigste, dass ihr halt eure Skills dann auch noch einsetzen könnt, also eure Skill Gems. Und wenn ihr dann das Item, was ihr gefunden habt, die Sockets umfärben könnt mit den Chromatic Orbs, ist das echt Gold wert. Und deswegen, davon kann man nie genug haben. So, so viel ist eigentlich zu den Händlerrezepten. Und wie ihr vielleicht noch ein bisschen extra Chromatic Orbs schachern könnt. Jetzt gehe ich ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeiten an, bei was welche Farbe gerollt wird. Und ja, das war's dann eigentlich schon. So, hier zum Beispiel, also wenn ihr auf C geht, seht ihr, Intelligenz ist blau, Dex ist grün und Stärke ist rot. Genauso rollen quasi die Wahrscheinlichkeiten auch von Sockets, von Farben, auf euren Items, je nachdem, was für Anforderungen das Item hat. Also wenn das Item zum Beispiel hohe Intelligenzanforderungen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass blaue Sockets darauf kommen, wesentlich höher. Ziemlich hoch. Oder wenn es Dex-Anforderungen hat, dass halt grüne Sockets kommen. Also wenn wir hier ins Dash mal gucken kurz. Hier das Ausrüstungsteil hat zum Beispiel Energy Shield und seht ihr, Required Level 22 und 42 Int. Sprich, das braucht Intelligenz als Anforderung. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass hier blaue Sockets rauskommen, ist relativ hoch, also höher. Das gleiche habt ihr zum Beispiel bei Evasion, das geht dann auf Dex, da sind es dann die grünen Sockets. Oder halt bei Armor, also Rüstung. Das geht auf Stärke, dort sind die roten Sockets dann interessant. Dann gibt es natürlich wieder die Mischwerte, also zwischen Intelligenz und Dex, zwischen Dex und Stärke und zwischen Stärke und Intelligenz. Das ist dann hier zum Beispiel Evasion und Energy Shield, das ist dann blaue und grüne Sockets wesentlich wahrscheinlicher, also Dex und Int. Dann haben wir Armor und Evasion, das ist dann Stärke und Dex. Da sind dann die grünen und die roten wahrscheinlicher, logischerweise. Und dann haben wir natürlich Armor und Energy Shield, was dann auf Stärke und Intelligenz geht. Wo dann wahrscheinlicher sind die blauen und die roten Socket. Das gleiche gilt auch für die Waffen. Also wenn zum Beispiel Waffen hier, das geht auf Int, da sind blaue Socket wahrscheinlicher. Und das hier geht auf Stärke, zum Beispiel die Mace. Und da sind die roten Socket wahrscheinlicher bei den Mischformen, hier zum Beispiel diesem Dolch, der geht auf Dex und auf Int, da sind grüne und blaue wahrscheinlich. Also ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Also je nachdem, was für Attribute verlangt werden, so sind auch die Wahrscheinlichkeiten, dass die Sockets dann kommen, die Farben von Sockets, höher. Das heißt aber nicht, dass nur diese Farben dort kommen. Also zum Beispiel bei Armor Energy Shield kommt jetzt nicht nur Blau und Rot, sondern einfach die Wahrscheinlichkeit ist. Ich habe hier zum Beispiel einen Iron Head an, der geht auf Armor, sprich eigentlich auf Stärke.
Hat aber einen grünen und einen roten Socket. Oder hier, unten habe ich Schuhe, die haben auch nur Armor-Wert. Haben aber, also die Wahrscheinlichkeit für rote Socke wesentlich höher, haben aber zwei blaue Socket. Also, die anderen Farben können kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht so hoch. Das sage ich deswegen, weil das solltet ihr auch ein bisschen in Betracht ziehen, wenn ihr eure Ausrüstung dann zusammenstellt, dass ihr dann irgendwie nicht verzweifelt, wenn ihr gewisse Sachen nicht rollt oder vielleicht eure Ausrüstung dann ein bisschen anpasst. Was weiß ich, ihr seid Archer und habt eigentlich nur grüne Gems oder halt nur Evasion-Ausrüstung an, wollt aber jetzt überwiegend vielleicht blaue Gems dann trotzdem benutzen. Dann solltet ihr vielleicht in Betracht ziehen, das eine oder andere Evasion Energy Shield dann noch mit reinzunehmen, damit es ihr einfacher habt. Also, das heißt nicht, dass es anders nicht geht, aber es ist einfacher, dass ihr dann auch an eure blauen Sockel rankommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir diesen Iron Head nehme oder was weiß ich, diese Stiefel hier, die sind vierfach gelinkt, die gehen auf Stärke und Dex. Wenn ich hier jetzt einen roten oder einen grünen Sockel raus haben wollte, dann würde ich hier einen Chromatic Orb anwenden. Wenn ich allerdings einen, jetzt zum Beispiel nur einen blauen haben wollen würde, weil ich den unbedingt mal wieder brauche, dann könnte man in Betracht ziehen, wenn ihr die Master freigeschaltet habt und sobald ihr Vorisi, nenne ich ihn jetzt mal, weil auch immer, ob das richtig ausgesprochen ist, jetzt die zweite Frage. Wenn er auf Level 2 wird, kriegt ihr dem seine Crafting Bench. Und hier könnt ihr, wenn ihr auch Items reinmacht, sagen, dass ihr zum Beispiel wenigstens einen roten Sockel oder wenigstens einen grünen Sockel oder wenigstens einen blauen Sockel haben wollt. Das, wenn ihr den etwas höher dann auch habt, könnt ihr auch mit anderen Sachen machen. Also ich blende hier mal den Wiki-Beitrag ein. Also hier gibt es dann auch at least one red, das habt ihr gesehen, zum Beispiel einen roten, aber dann gibt es auch dann später halt zwei rote oder zwei blaue oder drei. Aber dann seht ihr, die ersten sind noch okay. At least one ist, sind vier, at least two sind 25, aber bei at least three wird es dann schon richtig teuer mit 285. Es gibt dann auch diese Kombination, wenigstens einen roten und einen grünen Socket etc. Also hier könnt ihr dann quasi genauer bestimmen, was ihr für Sockets haben wollt, wenn ihr eure Chromatics einsetzt. Das kostet dann hier gleich vier Chromatics. Und deswegen wollte ich euch auch ein bisschen über die Wahrscheinlichkeiten erzählen, weil ihr könnt dann eure Ausrüstung ein bisschen anpassen. So there you are. In Anbetracht, was für Steine ihr haben wollt. Und ihr könnt halt auch in Betracht ziehen, okay, lohnt sich eher hier dieses Tischrezept zu holen und die vier Chromatics auf einmal auszugeben, damit ich hier wenigstens einen krieg, oder lohnt sich eher die Chromatics manuell anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ich hier drauf jetzt zwei rote und zwei grüne haben würde, dann würde ich einfach hier meine Chromatics nehmen und darauf anwenden. Hier habe ich jetzt zwei rote, einen grünen und einen blauen. Habe ich nicht. Wende es nochmal an. Wende es nochmal an. Ah, da habe ich schon. Zwei rote und zwei grüne. Und das ist relativ effizient, weil die Wahrscheinlichkeit halt, dass dabei zwei rote und zwei grüne rauskommt, relativ hoch ist, weil es auf Stärke und Dex geht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf jeden Fall da zwei blaue drin haben wollen würde, ja, dann würde ich mir vielleicht eher überlegen, das in die Crafting Bench zu machen und das Rezept, Moment, und das Rezept hier zu benutzen für zwei grüne Sockets, weil das kostet mich 25 Chromatic Orbs, und dann auf jeden Fall meine zwei blauen zu haben. Meistens bei unter 4 Links lohnt es sich in der Regel meistens das selber anzuwenden, also die Chromatics anstatt den Tisch. Aber das kommt wie gesagt auf das Item an, was ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel nur Armor habt und dann wollt ihr zwei blaue hier zum Beispiel raus haben, anstatt einen grünen und einen blauen, wollt ihr zwei blaue raus haben, dann benutzt vielleicht eher die Crafting Bench als es manuell zu machen.
Bei 2 jetzt nicht unbedingt, weil bei 2 ist die Wahrscheinlichkeit wieder relativ hoch, dass sie es auch so kriegt. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wie gesagt, wenn ich hier jetzt einen blauen haben wollte, würde ich den eher reinmachen und dann blau wählen und dann auf Craften gehen, weil dann kriege ich wenigstens einen blauen hier raus, habe dann meine 2 grünen und den roten noch. Ah, das Crafting Bench heißt, sagt übrigens aus, at least one. Also mindestens ein. Wenn ihr das Crafting-Rezept anwendet, kriegt ihr wenigstens einen blauen Slot. Ihr könnt aber auch 2 oder 3 Slots rauskriegen. Also ihr kriegt aber wenigstens halt euren einen blauen Slot. Gut. Ich hoffe, das konnte euch so weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Einfärben und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht mehr ganz so viel Probleme habt, eure Skills einzusetzen und ein bisschen mehr rumprobieren und rumspielen könnt mit dem könnt mit den Skills, weil das macht ja richtig Spaß in dem Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Spaß beim Testen.